Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei Bedding Flora. Ihr seht, wir haben hier so ein Hexenhaus. Das hier habe ich von meiner Tante bekommen. Das wollten wir eigentlich zusammen im Bedding Flora Weihnachtsprogramm zusammenbauen. Aber ja, das haben wir halt leider nicht geschafft. Deswegen baue ich das Ganze jetzt zusammen. Das ist so ein Haus hier, das kriegt man für 10 Euro in der Weihnachtszeit. Bei Aldi oder Lidl oder keine Ahnung, wo es von weiß, der Marke weiß. Und inklusive 250 Gramm Puderzucker. Und ja, jetzt gucken wir mal zusammen, was hier drin ist in diesem Paket. I signed the papers for a lifelong lease. And there's a third person walking behind us. A tap on the back and a stare to remind us. Life is a blink of an eye. Wie das ganze gute Stück. Also hier haben wir schon mal diese ganzen Lebkuchenseiten, ne, und Teilchen. Dann haben wir hier Gummibärchen, Fruchtgummi zum Dekorieren. Einmal 250 Gramm Puderzucker. Und ich glaube, hier sind die Figuren drin, ne? Ja, hier sind so Pilze drin. Hier ist die Hexe drin. Und hier sind Hänsel und Gretel. Und hier ist noch sowas, so eine Katze oder sowas. Noch ein Weihnachtsbäumchen, halt zum Dekorieren und so. Ach, hier ist sogar noch mehr drin. Ach ja, und die Lebkuchen zum Dekorieren des Hauses. Und noch ein paar Brezeln. Und ja, das sind halt so die ganzen Sachen, die jetzt hier in diesen Paketen drin sind. Und daraus werden wir jetzt das Lebkuchenhaus bauen. Das sind halt die Lebkuchenhälften, das ist eine Hausseite, das ist, glaube ich, ein Dach oder sowas. Ein Baum, dekorieren wir dann alles noch schön und gut. Okay, wir werden jetzt aber erstmal den Puderzucker anrühren. Das Ganze müssen wir mit etwas Wasser machen, damit da halt so ein Zuckerguss rauskommt. Und dann werden wir das Ganze in einen Spritzbeutel geben. Und ja, dann werden wir das halt ja, auf die Hausseiten und sowas rausgeben. So, meine lieben Leute, ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Und ich habe mich verlesen, wir brauchen für unsere Puderzuckermischung, die wir dann hier in den Spritzbeutel reintun. Also der Spritzbeutel ist nicht mit drin im Paket, im Lieferumfang. Ist halt nur wirklich Puderzucker, Lebkuchen und halt die Glasur. Ist ein bisschen blöd und zwar, wir brauchen dafür kein Wasser, sondern ein Eiweiß. Und das Ganze werde ich jetzt hier mal machen. So, ich bin gespannt, ob das reicht. Wenn nicht, habe ich auch noch ein zweites Ei dabei. Also, ne, ist kein Problem. Das Ganze werden wir jetzt zusammen mit dem Puderzucker mischen. So. Hier ist der Puderzucker. Tun wir das hier alles rein. Toll. Jetzt tun wir das Ei noch, das Eiweiß mit rein. So, jetzt werden wir das Ganze vermischen, verrühren. Das ist schon echt ganz schön krass. Das bleibt ganz schön krass zerkleben. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gedacht, ne? Das... Ja, ist aber ein bisschen blöd, weil... Soll sich ja vermühen und nicht hier alles an ein Dings dran kleben. So. Ich tue da jetzt noch das zweite Ei mit rein. Thank you.
So. Und zwar, ich habe das Ganze jetzt hier halt zusammengemischt. Das sieht jetzt auch viel besser aus mit dem zweiten Ei. Schmeckt auch ganz gut. So, jetzt habe ich hier schon mal die ganzen Sachen ausgepackt. Das hier ist das Grundgerüst. Da kommt das ganze Haus dann rauf. Und wie wir hier auf der Anleitung sehen, ja, sieht das Ganze so aus. Und die zwei Häuser. Dann halt diese Hausseiten sozusagen. Ein Baum. Und jetzt suche ich das hier. Und zwar hier. Aus diesem Teil muss ich das halt rausschnippeln. Ja, und genau hier ist das. So, tun wir das mal kurz weg und schneiden das erstmal. Okay, das muss am Ende so aussehen. Also das hier muss eine Ecke sein. Das müssen einzelne Teile sein und diese einzelnen Streifen hier, das sieht ja bestimmt hier diese kleinen Dinger hier immer, ne? Das muss halt, da muss halt immer geschnitten werden. Das werden wir jetzt mal machen. Doch, das kann was werden, das sage ich euch. So. Das ging schon mal sehr gut. So, das sind jetzt hier unsere, ja, sozusagen so ein bisschen der Gartenzaun, sage ich mal so. Und jetzt müssen wir uns beeilen, bevor das hier hart wird. So, jetzt haben wir hier unser Grundgerüst. Sehr schön, so. Und auf der Anleitung steht, dass ich erstmal die Hausseiten hier rauf machen soll. Ich frage mich allerdings, wie ich das machen soll, ohne dass es umfällt. Aber bevor wir das Ganze machen, tun wir erstmal das ganze Zeug in den Spritzbeutel rein. So. Gucken, ob das so geht. Das klappt sehr gut. Als ich das ja, vom Jahr schon mal gemacht habe, da hat der Zuckerguss nicht gereicht. Da habe ich aber auch ziemlich rumgesaut, wenn ich ehrlich bin. Das war dann nicht so schön. So. Voll. Wenn nicht, können wir ja noch was nachmachen. Das hier ist jetzt der Zuckerguss. Oh, muss ich jetzt gleich an einer Ecke aufschneiden. Dann habe ich einen schicken Spritzbeutel. So, meine Leute, ich muss gerade mal das Licht umräumen, weil das Licht von meiner, ja, von meinem Handy ausgegangen ist. So, jetzt hole ich mir mal kurz eine Schere und schneide eine Ecke auf. Das wird eine solche Sauerei geben. So. Ich schneide das jetzt hier mal auf. Es war klar, dass diese Schere nicht schneidet. Also reiße ich es einfach auf. So. Gut, und jetzt muss ich mich beeilen, weil das wird eine ziemliche Sauerei geben. So, okay. Also erst soll ich diese Seiten zumachen. Gott, es kann auch nichts werden. Das sehe ich jetzt schon, dass das nichts wird. Okay. Ich tue jetzt hier mal. Hey, wie habe ich das denn damals gemacht? Okay. Versucht das jetzt einfach auf gut Glück. Oh Scheiße, ihr seht Leute, das ist so ein Dreck. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich hätte es vielleicht gar nicht hier reintun sollen. Aber ich sage euch, der Zuckerguss, der schmeckt schon mal sehr lecker. Ich werde auch gleich mal. Wartet Leute. Ich tue das jetzt hier wieder rein. Ist das eine ekelhafte Sauerei? Ey, ich sag's euch. Ach, das hält nicht. Also ich habe diese Häuser noch nie gemacht, weil ich das nie hinkriege, so ein Haus zu Ende zu bauen. Habe ich nie die Geduld für, weil das ist so eine Sauerei hier. So, jetzt habe ich das hier einzeln. Jetzt mache ich das nochmal. Hm? Ja, ich weiß nicht, das ist. Ja. Das muss jetzt einfach so bleiben.
Gut, ich tue hier schon mal ein bisschen hin, damit ich das die Wände gleich ja machen kann. Was sind das, die Wände? 7, 8. Ach, das sollen die Hauswände sein. Ach so. Verstehe. Leute, zieht euch für so eine, also für sowas hier auf jeden Fall Handschuhe an. Ansonsten, ja, es kann nichts werden. Die eine Hauswand ist hier schief, also Hausbauer werde ich auf gar keinen Fall. Das ist jetzt zu wenig Zuckerwatte dafür. Fließt hier alles runter. Ach du heilige Scheiße. Gut, okay. Jetzt tue ich hier noch vorne ein bisschen Zuckerguss hin. Mit die vordere Hauswand hier auch noch leiten. Und die muss schon noch sehen, weil das ist dann halt das Bild, was man von vorne sieht. So. Und das hier werden halt die, ja, das Dach wird das sein. Aber ich lasse das Ganze jetzt erstmal trocknen und wir sehen uns ja gleich wieder, wenn es ein bisschen getrocknet ist. So, meine Leute, herzlich willkommen zurück hier zu unserem wunderbaren, hübschen, sexy Hexenhaus. Es ist zwar noch nicht hundertprozentig trocken, aber ich habe keine Lust weiter zu warten. Und ja, jetzt werden wir das Dach draufklatschen. Ja, hier muss jetzt auch ein bisschen Zucker ran. Auf beide Seiten, ja, damit das Ganze natürlich auch hält. Das muss ich jetzt einfach hier rauf tun. Das hält noch niemals, ja. Siehst du, es rutscht. Scheiße, ey. Was mache ich hier schon wieder? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich will es jetzt nicht die ganze Zeit halten. Ich will noch das andere dran machen. Ich mache jetzt hier kurz das Ding drauf. Und halte es dann beides gleichzeitig fest. Scheiße. So. Jetzt kommt er jetzt hier rauf. Dann, nochmal. So, und dann ist jetzt schon mal das Dach fertig und das Grundgerüst vom Haus. Oh ja, wir werden uns ja in 5 Minuten wiedersehen, wenn das Ganze ein bisschen getrocknet ist. So, meine Leute, es ist zwar noch sehr instabil, aber wir machen jetzt schon mal weiter. Und zwar das Grundgerüst, das steht jetzt. Der Baum, der kommt dann hier hin, aber den Baum, den werden wir jetzt erstmal ja ein bisschen schmücken. Und ich suche gerade die Gummi. Ach hier. Gummibärchen, die kommen unter anderem mit an den Baum ran. Ach nee, auf den Baum kommt nur Zuckerguss ran. Aber egal, ich packe jetzt die Gummibärchen mal aus. Schmeckt auf jeden Fall gut. Achso, und das soll der Schornstein sein, ja. Nur so zur Information. Tu mal, wie kommt es daran? Ach du Scheiße, wie soll ich das denn so hinkriegen? So soll das Ganze dann an. Ja, wünscht mir Glück. Mein Lieben, scheiße, wirklich jetzt. Das Dach ist abgefallen. Das war gerade noch nicht so. Tun wir hier noch ein bisschen was rauf. Also ihr seht, Leute, das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Also es ist deutlich schwerer, als es auf der Verpackung vorgegeben wird. So, tun wir hier schon mal ein paar Gummibärchen drauf. Das ist ja auch gleich schon mal
vorne alles hübsch machen. So, werden jetzt hier einen Zaun hinbauen. Werden die ganzen Figuren und sowas dahin hocken. So. Ach, ich weiß auch, das Haus fällt zusammen, weil es so schief ist. Geil. Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen natürlich. Zusammengefallenes Haus zu dekorieren, renovieren, reparieren. Ja. Also ihr seht, Leute, das macht gar keinen Spaß. Ja, ist, ja. Okay, wir lassen es jetzt einfach ohne Schornstein. Und es ist jetzt so. Dann schmeckt das langweilig. So, und jetzt haben wir noch diese schicken Dinger hier. Können wir einfach abmachen. Aufkleben. So. Und kommen dann die darauf. Klebe es einfach nur wild darauf, weil das wird hier nichts. Das, ja. Ja. Seht ihr, das sieht total crazy aus und das zerfällt auch immer wieder. Das ist echt ein Dreck, ehrlich. Also Tantins brauchst du nicht wieder kaufen. Es macht keinen Spaß, das zusammenzubauen. Ich kriege jedes Mal wieder Aggression. Ich klebe das jetzt einfach nur wild darauf. Hier für Hänsel und Gretel noch dahin. Hier die Gretel. Knuspermutter. Den Pilz. Obale. Das kleine Weihnachtsbäumle. Ja, das kommt erst da oben an. Dann habe ich hier noch schicke Brezeln. Die esse ich so. Also kann man einfach nichts machen, ja. Das geht immer weiter kaputt. Ja. Und meine lieben Leute, das hier ist das Hänsel und Gretel, ja, Hexenhaus. Ja, ich zeige euch das jetzt mal in der Nahaufnahme. So, meine lieben Freunde. Mein Akku ist leer von meiner Lampe und auch von meinem Handy. Deswegen verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Berlin Vlogger. Oh, ist das eine Katastrophe geworden, ja?